Hallo, ich bin Christian. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Wir haben einen wunderbaren Sommertag. Ich koche bei so einem Wetter unheimlich gerne draußen. Was mache ich heute? Heute gibt es eine Schnitzel-Kasserolle. Als Kasserolle nehme ich die K8 von Petromax. Dazu gibt es eine tolle Beilage, überhaupt nichts Aufwendiges, etwas sehr Bodenständiges. Ich nehme Drillinge dazu. Wollt ihr sehen, wie ich es gemacht habe? Ich zeige es euch. Ich brauche für unsere Schnitzelkasserolle natürlich erstmal Fleisch. Das ist Schweinefleisch aus der Oberschale, gute 1,8 Kilogramm. Das schneide ich hinterher in Schnitzel. Die Endstücke, die ich nicht gebrauchen kann, werden später dann zu Gulasch verarbeitet. Was brauche ich noch? Ich brauche 1 Kilogramm Zwiebeln. Diese Zwiebeln werden in feine Scheiben geschnitten. Vier kleine Dosen stückige Tomaten. Wir brauchen Ahornsirup, wir brauchen Öl für die Kartoffel später. Das ist 1 Kilogramm Drillinge. Die Drillinge werden gewaschen und die Größe wird halbiert, die kleinen werden klein gelassen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Kräuter. Einmal Salbei aus dem Vorgarten meiner Nachbarin. Eine ganze Menge, das wird klein gehackt. Wir brauchen Rosmarin-Nadeln und wir brauchen Thymian. Rosmarin und Thymian wird klein gehackt. Ungefähr vier bis fünf Knoblauchzehen je nach Größe. Wir brauchen Piment und Gewürznelken. Die genauen Mengenangaben findet ihr in der Videobeschreibung im Rezept wieder. Salz und Pfeffer, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ach ja, Lorbeerblätter brauchen wir auch noch 3 Stück. Je nach Größe, wenn sie etwas größer sind, die sind etwas klein, dann braucht ihr nur 2. Ich habe hier 3 Stück genommen. Ich schneide als erstes das Fleisch klein. Und bei der Anmixen der Soße hole ich euch wieder dazu. So, die Marinade wird vorbereitet, die Soße. Tomaten in die Schüssel. 2, 3, 4. Zack. Da hinein kommt unser Salbei, der grob gehackte. Gemörserte Piment und Nelken. Zack. Die Lorbeerblätter kommen rein, ein guter Schuss Ahornsirup, so etwa, das reicht. Jetzt wird das Ganze nur noch vermischt, einmal schön durchrühren. Heute kommt mal wieder unsere K8 zum Einsatz, Deckel runter, bisschen Olivenöl rein und verteilen, damit nichts anbrennt. Die erste Lage Fleisch kommt rein. So. Bisschen würzen mit Salz. Also hier nehme ich wieder Malbensalz. Und eine gute Menge Pfeffer. Das mache ich jetzt nicht von beiden Seiten, das verteilt sich eh hinterher durchs Kochen. Nun kommen die Zwiebeln rein, die lege ich so da drüber, lose verteilt. Muss gar nicht so genau sein. Zack. Auf dem Boden kommen auch noch welche. So soll es aussehen. Der Knoblauch wird verteilt. Den habe ich auch nur in Scheiben geschnitten, in dünne. Nun wird unsere Soße darüber verteilt. So. Da hinten noch ein bisschen hin. Noch ein bisschen Salz drüber. Und die nächste Lage Fleisch kommt rein. Auch hier jetzt wieder salzen. Eine gute Menge Pfeffer drüber.
Zwiebeln verteilen. Wieder alles mit Soße bedecken. Knoblauch noch drüber. Noch ein bisschen Salz. Und das nächste Fleisch kommt drauf. Einer quer, geht auch. So. So soll es sein. Unsere Zwiebeln wieder. Zum Abschluss jetzt der restliche Knoblauch. So. Und die restliche Soße. Die kippe ich jetzt einfach drüber. Bisschen verteilen. So ist es gut. Nochmal Salz zum Abschluss. Und eine gute Menge Pfeffer. Das war an Vorbereitung fürs Fleisch schon alles. So, der Monolith ist auf 160 Grad circa vorgeheizt. Und circa 8 kommt drauf. Mit offenem Deckel, weil da ist genug Flüssigkeit drin. Die Kombination Petromax, egal ob das ein Dutch Oven ist oder WK8 in Verbindung mit dem Monolith, ist richtig klasse. Den Chef zu kaufen war eine richtig gute Beratung damals von Palm Barbecue, vom Tom Herrmann. Das lassen wir jetzt bei 160 Grad ungefähr 1,5-2 Stunden drauf. Halbe Stunde vorher kommen dann die Kartoffeln dazu. Und dann sehen wir uns wieder. In der Zwischenzeit bereiten wir unsere Kartoffeln vor. Ich habe mich doch entschieden, auch die ganz zu lassen. Ich finde, das sieht einfach schöner aus. Ein gutes Olivenöl drüber. Das reicht. Unsere Kräuter, Thymian und Rosmarin. Eine gute Menge Salz, Meersalz, mein Lieblingssalz, Maisensalz. Und ich nehme noch etwas grobkörnigen Pfeffer dazu. Dann das Gesamte vermischen. Das geht am besten mit den Händen. So vermischen, dass nach Möglichkeit an jede Kartoffel etwas dran kommt. So, reicht mir das? Das war schon die ganze Vorbereitung. Etwas mehr als 1,5 Stunden sind rum. Die Temperatur ist immer noch bei 160 Grad. Ich finde das so geil. Nun kommt die Beilage dazu. Die Stieben hier drunter. Unsere Kartoffeln. Und Klappe zu. Gute 2 Stunden und 15 Minuten sind rum. Die Temperatur steht immer noch bei 160 Grad. Ich finde das so geil, das Gerät. Schauen wir mal. Die Kartoffeln sollten gut sein. Essen sollte auch gut sein oben drauf. Ich denke mal, ich richte an. Mal schauen, wie es ist. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Jetzt ein paar Kartoffeln. Ein bisschen Soße. Kann ja nie verkehrt sein.
So sieht's aus, so soll es sein. Das verkosten wir jetzt. Nun bin ich ja mal gespannt, wie es schmeckt. Fleisch ist, fällt auseinander. Wahnsinn. Alter Schwede. Richtig, richtig lecker. Heiß, heiß, heiß. Kartoffel auch noch ein bisschen Biss. Noch mal ein Stück Fleisch. Ach hier. Wahnsinn. Das verkosten wir jetzt und dann gibt es das Fazit. Fazit, alter Schwede, was soll ich sagen? Heute lief nicht alles so ganz rund. Nicht mit dem Essen, sondern vielmehr mit meiner Technik. Probleme mit der Kamera, Probleme mit dem Ton. Aber ich hoffe, das habe ich in den Griff bekommen, denn sonst werdet ihr kein Video sehen. Kommen wir zum Essen. Alter Schwede. Ich warte ja schon lange darauf, dass ich ein Rezept mache, was ich abgewandelt habe, was so vollkommen daneben liegt. War es diesmal auch nicht. Muss ich noch ein bisschen warten. Die letzten, die daneben gegangen sind, sind schon etwas länger her. Jetzt zu diesem Essen. Es war einfach richtig affengeil. Saulecker, sehr einfach gemacht, sehr schnell gemacht. Gut, die Zubereitung dauert etwas länger, bei 160 Grad. Ich wollte aber auch nicht höher fahren auf 180, 200 Grad, dann wäre mir das Fleisch zu trocken gewesen. Fleisch super zart, richtig, richtig toll. Mein gut, das Austernprodukt war auch ein tolles, stammte vom Christoph Grabowski, von meinem Freund. Die Schnitzel waren sowas von dermaßen zart, die fielen fast auseinander. Das Gesamte mit der Soße, mit dem Knoblauch, mit den Tomaten, mit den Gewürzen, mit dem Piment. Eine richtig geile, runde Sache. Wo ich sagen würde, da gebe ich auf jeden Fall eine Gelinggarantie für. Der Geschmack war für mich an der Stelle wirklich einzigartig. Oder wie mein Freund Sven sagen würde, sensationell. Spaß beiseite, es war richtig, richtig gut. Dazu die Kartoffel, die Drillinge. Die brauchte ich nicht schälen. Normale Kartoffel würde ich immer schälen, weil die meistens mit einem Puder bestäubt worden sind, damit sie nicht keimen. Diese sind es nicht. Die mit dem Puder bestäubten sind gesundheitsschädlich. Ich liebe Drillinge. Vor allen Dingen mit Olivenöl, mit ein bisschen Salz, mit ein bisschen Pfeffer, mit ein paar Kräutern dabei. Mehr braucht es eigentlich gar nicht. Die Kombination Kartoffel mit dem Fleisch, mit der Soße, mit dem Knoblauch im Hintergrund. Leute, macht es nach. Es lohnt sich. Ich bin richtig geflasht. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Auch wenn das Gericht auf dem Monolith etwas länger gedauert hat. Das lag aber nicht am Monolith, sondern ich habe den Monolith genommen, deshalb, weil ich eine sehr konstante Temperatur von 160 Grad fahren wollte. Das fällt natürlich auf dem Feuer oder über normalen Kohlen, ja, schwer, geht fast gar nicht. Ne? Zumindest habe ich es noch nie hingekriegt. Insofern habe ich ein Produkt geschaffen, ein Endprodukt, was richtig, richtig lecker war. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus. Jetzt aber genug davon. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich, freue mich allemal, Kritik auch allemal, Feedback sowieso ist ja nichts anderes als Kritik, natürlich nur. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, ansonsten in dem Sinne, euer Christian, Glück auf, bis zum nächsten Mal.